kannst du dich nochmal kurz vorstellen, ich weiß nicht, wie das ist. Dann lass mal gucken, wie der Licht machen, auch gleich noch Bildspiegelung aus. Dann haben wir den haben wir. Das kann man auch schon ranklipsen, oder? Ja. Dankeschön. Ja, dann lege ich einfach mal los. Ne? Schönen guten Morgen. Mein Name ist Andreas Wusniak. Bin aus Bayern hier hochgezogen, kenne Kiel aus meiner Promotionszeit. Wusste, auf was ich mich einlasse, arbeite jetzt in Flensburg an der Hochschule für digitale Wirtschaft und Informationsmanagement habe ich die Professur inne. Befasse mich schon seit eh und je mit Startups, mit Unternehmen, die im Digital Business aktiv sind. Das bekannteste Startup war JobScout24 damals. Oder das dürfte jeder kennen. Und einfaches kleines Startup mal gegründet, das scharfe Soßen verkauft, aus dem Spaß heraus. Das hat sich prächtig entwickelt. Also so ein bisschen Erfahrung gesammelt auf jeden Fall. Auch im Konzern. Otto-Gruppe war das letzte Unternehmen, wo ich Station gemacht habe für 5 Jahre. Auch E-Commerce, jeder weiß oder jeder kennt Amazon, hat einen sehr, sehr starken Einfluss natürlich auf den klassischen Einzelhandel, auf den Onlinehandel. Auch da passiert sehr, sehr viel und Unternehmen müssen natürlich auch ein Stück weit umdenken. Wie gehe ich mit den Ressourcen, die ich habe, um? Wie erreiche ich meine Kunden besser? Welche Technologien stehen mir zur Verfügung? Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Viele versuchen eben diesen Lean Startup Approach oder Ansatz zu fahren. Oder diese Denkhaltung auch einzunehmen an Unternehmen, aber es klingt nicht immer und nicht immer gut. Frage an euch, wer hat schon mal von Lean Startup gehört? Gut, kurz mal, was kann man darunter verstehen? Build, Learn, Measure, also dass man halt nicht erst ein langes Konzept plant, sondern dass man sehr kurze Zyklen hat, eine Idee tatsächlich so klein und unaufwendig wie möglich auszubauen und die dann sehr schnell zu testen und datenbasiert weiter zu entscheiden, welches Feature wollen wir noch nehmen, was ist die Zielgruppe und dass man das Ganze halt sehr so schmal wie möglich hält und immer wieder fokussiert, was ist die eine Kernaussage, die ich testen möchte und was ist das Minimum, was ich dafür bauen muss, um die zu testen und vor allem sich mehr Gedanken darüber zu machen, was will ich testen und wie gehe ich mit den Daten um. Richtig, ja. Noch was hinzuzufügen? Schreibt man beim Lean Startup Ansatz Businesspläne oder arbeite ich an Geschäftsmodellen? Welche Rolle nimmt der Businessplan ein beim Lean Startup Ansatz? Burn your Businessplan ist ja auch so eine provokante Aussage. Ne? Also ich schreibe gar nicht mehr einen Businessplan, weil da sitze ich auch ein paar Monate, ich versuche irgendwo den Markt zu erfassen, ich gieße alles in Zahlen, ich erstelle Planbilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, aber kein Businessplan überlebt den ersten Markt- oder Kundenkontakt. Das ist eine Aussage, also Businesspläne werden obsolet. Im Grunde wurde schon alles gesagt. Man versucht mit möglichst wenig Ressourcen ein Unternehmen zu entwickeln oder eine Geschäftsidee oder ein Produkt zu bauen. Ich schaue mir das Geschäftsmodell an, ich schaue mir den Kunden an, welchen Nutzen möchte ich bieten, wie kann ich Geld verdienen, welche Partner brauche ich, was sind die wichtigsten Aktivitäten. Das ist hier dieser Business Model Canvas, komme ich nachher noch drauf. Den werde ich auch noch vorstellen. Man bildet Hypothesen, ist auch genannt worden. Die validiere ich gleich am Kunden. Das heißt, ich entwickle nicht im stillen Kämmerlein ein Produkt, einen Prototypen und komme mit einem fertigen Voll-Feature-Produkt raus, mit dem Mercedes quasi, sondern ich fange vielleicht erstmal mit der Golf-Variante an und der kann gerade mal fahren und vielleicht hat er dann eine besondere Lenkung oder sowas, anstatt irgendwie auch gleich auf die Klimaautomatik zu achten und so weiter und so fort. Das heißt, ich baue ein Minimal Viable Product, ein MVP, ganz schnell, ganz einfach, kann Beta-Status sein, kann auch fehlerbehaftet sein. Ziel ist, ich sammle das erste Kundenfeedback am Markt eben ein. Ich gehe agil vor und man versucht natürlich häufig auch, oder es ist ratsam, in Komponenten zu gründen. Das heißt, ich als Entwickler der Geschäftsidee des Business Models
konzentriere mich auf meine Kernkompetenz. Und wenn das nun mal eine App entwickeln ist oder das Marketing ist, dann tue ich das. Dann hole ich mir die anderen Ressourcen ein, ich gründe im Team. Die Büroservices kaufe ich mir irgendwo ein Stück weit ein, vielleicht kaufe ich mir auch die Logistik ein. Das ist, Professor Faltin hat das ja mit seiner Teekampagne ähnlich gemacht, ganz interessantes Buch. Und er hat eben auch in Komponenten gegründet, hat sich auf seine Kernkompetenz, die Vermarktung konzentriert und wahrscheinlich auch ein Stück weit das Sourcing, das heißt die Teeplantagen in Sri Lanka oder Indien irgendwo auch angehen und dafür sorgen, dass die gute Qualität auch hier ankommt und dass es auch effizient verpackt wird. Ja, Lean Startup ist im Grunde aber nichts Neues. Erfolgreiche Unternehmen machen das genauso. Sie hören auf ihre Kunden, sie schauen, dass sie einen Nutzen liefern und nicht unbedingt Produkte einfach nur ausliefern. Sie bilden auch Hypothesen und testen diese. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die auf Bauchentscheidungen hören oder die Führungskräfte eher Bauchentscheidungen treffen, aber das sind dann auf lange Sicht natürlich nicht die erfolgreichen Unternehmen. Aber die erfolgreichen tun das und sind auch schon lange am Markt. Sie treffen Entscheidungen basierend auf Daten und nicht auf Befindlichkeiten. Und sie finden außergewöhnliche Wertversprechen und sie bilden mittlerweile auch Ökosysteme. Porsche ist ein ganz bekanntes Beispiel, Apple eben auch. Porsche gibt es im Porsche Club, es gibt eine Versicherung, es gibt eine Finanzierung, es gibt Events von Porsche. So bindet man natürlich auch den Fahrer ein Stück weit an die Marke. Das versuchen mittlerweile alle großen Marken zu machen. Apple hat damit ein Stück weit angefangen, das ganze App Store-Prinzip und iTunes und ich kann relativ einfach meine Musik verwalten, aufspielen. Das war ja damals diese Erfindung von iTunes mit dem iPod war, hat einen disruptiven Einfluss gehabt auf den Markt, weil im Grunde sehr, sehr schnell CDs, Schallplatten obsolet wurden und diese ganzen CD-Pressen, da wurde ein ganzes Stück von dieser Wertschöpfung, von dieser Industrie, ist verschwunden. Das ist disruptiver Einfluss. Erfolgreiche Unternehmen achten auch darauf, dass sie Richtung Qualitätsführerschaft streben, in Innovationen investieren, in Know-how investieren und nicht einfach Kosten senken, Personal abbauen oder auf Effizienz ihre Strategien auslegen. Also erfolgreiche Unternehmen konzentrieren sich immer auf Qualitätsführerschaft und sie erhöhen den Umsatz, bevor sie Kosten minimieren. Ja, also Lean Startup als solches, nichts Neues. Warum hatte das dann 2008, als Eric Ries davon angefangen hat, das so ein bisschen auch als Denkhaltung zu propagieren, auch mit dem Buch, warum hat er das so einen Erfolg oder warum hat das funktioniert? Oder was ist der wesentliche Unterschied zwischen erfolgreichen Unternehmen, etablierten Unternehmen, die das anwenden und zwischen dem Studierenden oder dem jungen Gründer oder dem Gründer, der nicht so viele Ressourcen hat und ein Unternehmen entwickelt? Was glaubt ihr, was ist der Grund dafür, dass Lean Startup jetzt auch funktioniert? Für jeden. Also funktionieren im Sinne von, dass erfolgreiche Geschäfte daraus putzeln oder funktionieren im Sinne von, dass das so groß geworden ist, das Konzept? Dass erfolgreiche Geschäftsmodelle rauspurzeln. Was für Voraussetzungen haben wir jetzt eigentlich? Was glaubt ihr? Richtig. Also was haben wir seit 2007, 2008? Es gab dieses ganze Thema App Economy, es gab die Amazon Web Services. Ich kann mir sehr, sehr schnell einfach Webspace anmieten, Rechnerleistung anmieten, es gibt fertige Bibliotheken. Ich kann sehr schnell skalieren. Ich erreiche auch sehr, sehr viel schneller mehr Kunden oder mehr potenzielle Kunden durch die ganze soziale Vernetzung. Mittels WordPress kann ich sehr, sehr einfach eine Dummy-Seite bauen, einen Call to Action drauflegen, Produkt anbieten, erstmal messen, wie viele Leute klicken überhaupt. Wer springt denn eigentlich alles auf meine Google AdWords-Kampagne an? Also das ist sehr, sehr viel einfacher geworden. Und das erlaubt es natürlich auch im studentischen Umfeld oder auch wenn ich jetzt irgendwo berufstätig bin und arbeite nebenbei meiner Geschäftsmodelle, ich kann das sehr, sehr schnell austesten. Ich kann über Alibaba sehr, sehr schnell direkt beim Erzeuger, beim Produzenten Produkte kaufen. Ich kann die über eBay oder über Amazon Marketplace weiterverkaufen. Ich kann auch eigene Produkte entwickeln lassen. Ich komme auch sehr, sehr schnell natürlich an Produktionsressourcen in China ran. Also all das sind Entwicklungen, die dieses Prinzip Lean Startup aus den
großen Unternehmen, die natürlich sehr viele Ressourcen haben, auch wahrscheinlich ein gutes Marketingbudget, auch Möglichkeiten, irgendwo mal die Kunden zu beobachten, Kunden zu interviewen, Experteninterviews. Ich kann das einfach sehr, sehr schnell auch anwenden im kleinen Umfeld. Und das ist das, was Lean Startup an und für sich auch so erfolgreich macht für den Einzelnen. Wer von euch hat von Blue und Red Ocean schon gehört? Ja? Was ist in Blue Ocean, was ist in Red Ocean? Richtig. Richtig, genau. Lean Startup ist im Grunde ein ganz probates Mittel, um zum einen wieder den Red Ocean zu bearbeiten, weil ich da den Kunden natürlich sehr, sehr gut kenne, vielleicht auch sehr, sehr gut seine Probleme identifiziere und versuche, das ein bisschen einfacher, ein bisschen günstiger zu machen oder ein bestehendes Produkt oder den Service zu verbessern. Da habe ich ein geringes Risiko, ich kann mich da iterativ herannähern, brauche wenig Ressourcen. Und der Erfolg ist in einem gewissen Sinn vorhersagbar, weil ich den Markt einschätzen kann. Blue Ocean ist ein komplett neuer Markt. Ich kann ihn nicht einschätzen. Der Kunde weiß vielleicht noch gar nicht, dass das Produkt, das er da jetzt angeboten bekommt, der Service, dass das einen konkreten Nutzen bringt. Also iPhone zum Beispiel, als das 2007 rauskam, dachte ich mir noch, was will ich denn jetzt mit so einem Touch-Teil da? Ne? Ich brauche irgendwie eine Tastatur. Und dieses Ausmaß an Einfluss, was so ein Gerät am Ende dann im Alltag hat, diesen ganzen kleinen Helfer, denn in den Apps, das greift man so noch nicht. Also das ist ein Risiko, das Apple da eingegangen ist und hat sich ausgezahlt natürlich. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Red und Blue Ocean. Aber ich kann mich natürlich über diesen Lean Startup Approach oder Ansatz iterativ rannähern. Mit begrenztem Risiko in den roten Ozean oder mit einem höheren Risiko, höheren Invest, mit unbekannten Erfolgsaussichten in den Blue Ocean. Ist jetzt ein bisschen klein, aber haben wir die Slides sicherlich zur Verfügung stellen. Das ist aber nochmal zusammengefasst, was ich im Grunde hier eben gesagt habe. Also Problem ist bekannt, definierbar im Red Ocean. Es sind eher kleine, inkrementelle Innovationen, die in diesem Red Ocean passieren, wenn ich was verbessere. Und im Blue Ocean ist es dann eher so, dass die Innovationen eher radikale Natur haben, vielleicht auch ein Unternehmen verändern können. Ich werde von einem Automobilhersteller vielleicht zu einem Softwareunternehmen. Richtig. So, was sind die Kernstrategien im Red Ocean? Ich konzentriere mich auf den Massenmarkt, den ich erkenne, der vorhanden ist. Ich schaue nach höheren Margen, indem ich meine Produktion durch Technologie vielleicht effizienter mache oder ich erreiche mit geringerem Werbebudget mehr Menschen. Und ich investiere natürlich auch so ein bisschen in die Technologien und in die Aufgabe, einen konkreten Job, einen konkreten Bedarf oder einen Nutzen für den Kunden zu erfüllen, den ich kenne. Das ist roter Ozean, in dem bewegen sich die meisten Unternehmen. Hier im Blue Ocean ist dann so, ich schaue auf Nischen erstmal, die sind attraktiv genug, große Player gehen die nicht an, bespielen diese Nischen nicht. Die Produkte, ich versuche etwas sehr, sehr viel einfacher zu machen, günstiger mit hohem Nutzen, also disruptive Innovationen oder dass ich disruptive Einflüsse schaffe. Die CD zur Schallplatte, glaubt ihr, das war ein disruptiver Einfluss? Nicht. Ne? Also es war im Grunde nur ein anderes Medium, aber ich habe genau die gleiche Wertschöpfung im Grunde gehabt und ich musste nach wie vor 10, 15 Titel irgendwie auf einmal kaufen. Die MP3-Technologie zur CD? Disruptiver Einfluss, ja. Uber zur Personenbeförderung. Disruptiver Einfluss, ja oder nein? Disruptiv. Nicht disruptiv. Also lässt sich streiten. Ich denke, weil es ja disruptiv war, je nachdem, wer es betrachtet, für die Taxifahrer zum Beispiel, Uber schon disruptiv, für die Autohersteller jetzt. Für die Taxifahrer. Also Uber hat begonnen als Limousinenservice sehr hochpreisig, für wenige. Sie kamen irgendwo von oben herab vom Markt. Wenige mit viel Geld konnten sich letztendlich so einen Uber-Service leisten. Also keinen disruptiven Einfluss, weil ich komme ja eigentlich von unten und sage, die Masse, ich mache ein bestehendes Produkt sehr, sehr viel günstiger. Und erreicht eigentlich den Massenmarkt. Also Uber hat nicht disruptiv begonnen. Mit Uber Pop oder mit diesem Service Privatfahrer bieten ihr Auto an, ging das in so eine disruptive Richtung.
Ja? Gleiches Spiel, damals hatten wir Kutschen, dann kamen die ersten Automobile. Die hatten noch keinen disruptiven Einfluss auf die Kutschindustrie, sage ich jetzt mal. Weil auch das Automobil, die ersten Automobile waren sehr teuer und sehr wenigen Menschen vorbehalten. Erst das T-Modell von Henry Ford mit der Massenproduktion hatte disruptiven Einfluss. Also ihr seht so ein bisschen, Lean Startup, ich mache im Grunde wenig Disruptives. Ich bin eigentlich eher in diesem Red Ocean und versuche mich inkrementell einfach neuen Märkten, neuen Geschäftsfeldern hinzubewegen. Also, weil dieser Begriff disruptiv wird sehr inflationär verwendet. Alles ist irgendwie disruptiv, aber passt eigentlich nicht. So, zusammenfassend kann man sagen, beim Lean Startup Ansatz, was eben trotz alledem große Unternehmen nicht so leben, ist diese Kultur des Scheiterns. Im Lean Startup Ansatz wird Scheitern erwartet, ich darf Fehler machen, ich muss experimentieren. Das setzt sich nach und nach durch. Aber in Deutschland ist es immer noch so, wenn ich irgendwo scheitere, habe ich den Stempel auf der Stirn und dann kriege ich kein Projekt mehr oder kein hohes Budget mehr. In den USA ist das so, wenn ich dreimal gescheitert habe, kriege ich erst recht Geld, weil dann muss ich es ja irgendwann mal richtig machen. Also mal sehr überspitzt formuliert, ja. Ganz andere Kultur, auch von den Investoren. Die Investoren sagen in Deutschland eher so nach dem Motto, naja, hast du einen Proof, ne? Hast du schon Kunden, zeig mir mal deine Umsätze, dann kriegst du Geld. In den USA ist das so, Mensch, das klingt gut, hier hast du Geld, Markt finden wir schon dafür. Ja? Und deswegen gehen natürlich auch viele mit sehr, sehr frühen, guten Technologien in die Staaten. Eben San Francisco, Silicon Valley. Das ist ja jetzt gerade ein top aktuelles Thema. Ja, act smart. Also ich mache auch keine umständlichen, umfangreichen Einnahmeprognosen. Was ich damals an Excel-Tabellen gebaut habe, mit irgendwie 5-Jahres-Hochrechnung, Steigerung von so und so, und dann auf dem Papier war ich Milliardär. Ja, klingt immer, sieht immer schön aus, ja. Und dann dachte ich, wenn ich davon 50% habe, Wahnsinn, ja. Aber 50% von 100 Euro ist halt nichts, ne? Also, keine Bilanzen, Finanzpläne, Einnahmeprognosen, nicht im Lean Startup Ansatz. Irgendwann, wenn ihr mal eine Förderung wollt, wenn ihr zu einer Bank geht oder wenn es um irgendwelche staatlich kommunal subventionellen Programme geht, dann muss man natürlich irgendwann mal einen Antrag schreiben, wahrscheinlich auch einen Businessplan schreiben. Also da kommt ihr nicht drum rum. Es sei denn, ihr bootstrappt das ganze Thema aus eigenen finanziellen Mitteln, Families, Friends, Fools, und dann entwickelt sich euer Business so. Das ist eine ganz komfortable Lage. Ich glaube, eins der bekanntesten Unternehmen, die das gemacht haben, ist Freeletics. Wer kennt Freeletics? So ein Fitness-Startup aus München, die arbeiten datenbasiert, es gibt eine App und dann irgendwie quält man sich am Feierabend oder während der Mittagspause über ganz wilde Challenges und stellt seinen Körper und man sammelt da Scores und also ganz spannende Sache, kann man sich mal anschauen. Ich gehe sehr, sehr schnell agil, in einem hohen Tempo und das, was ich tue, basiert nur auf so viel Daten, wie ich unbedingt brauche. Das, was ich zur Hand habe, das, was ich weiß, versuche ich umzusetzen. Und Build, Measure, Learn ist ja auch schon gefallen. Das ist im Grunde hier ähnlich. Ich habe irgendwo ein Ziel, einen Wunsch. Dann gehe ich in kleinen Schritten vor und baue was. Das Ganze mache ich, schlechter Kontrast jetzt, so schnell wie möglich mit dem, was ich habe, mit den Mitteln, die ich habe. Mir muss auch bewusst sein, vielleicht verliere ich bei dem Schritt Geld. Also wenn ich muss bereit sein, sagen, ich investiere jetzt mal 500 Euro in ein kleines Designkonzept oder in den Prototypen. Kann gut gehen, muss aber nicht. Dann investiere ich das, schreibe das Geld auch ab. Genauso, wenn ich ins Casino gehe, dann schreibe ich das Geld auch ab. Ja? Dann lerne ich was, versuche andere zu begeistern, dass sie die Schritte eben mitgehen und dann reflektiere ich und baue auf das auf, was ich eben herausgefunden habe. Das heißt, ich gehe den Schritt zurück und was ganz wichtig ist, aus dem Gebäude rausgehen, potenzielle Kunden fragen, Freunde fragen, was sie von der Idee halten. Keiner oder die wenigsten bauen ein zweites Google oder ein zweites YouTube oder ein drittes Uber oder weiß Gott was. Also geht raus und sammelt Feedback ein. Je früher das Feedback ist, desto eher hilft es euch natürlich auch, anforderungsgerecht, kundengerecht, marktgerecht zu entwickeln. Ansonsten passiert es so, ihr seid im stillen Kämmerlein, baut was und ihr baut am Markt vorbei und verliert einfach unnötig Geld. Und einfach immer wieder testen, testen, testen. Zu guter Letzt, 5 allgemeine Fehler, die gerade Entrepreneure bereuen. Also entweder ich jetzt als Studierender oder ich habe im Unternehmen einfach ein neues Produkt, das entwickelt wird, dann geht man im Grunde ja auch ähnlich wie ein Entrepreneur vor, sage ich jetzt mal. Sie haben den Kunden gar nicht oder zu spät gefragt. Also Produkt nicht fertig bauen, bevor man es entweder verkauft oder das Feedback einsammelt. Ja, ganz wichtig.
Wir haben nicht auf unsere Kunden gehört. Naja, ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich weiß, was besser ist. Meine Kunden, die müssen das schon irgendwie einfach nutzen. Das machen die schon. Also auch schon oft genug erlebt. Beratungsresistente Gründer oder Unternehmer. Ganz schwieriges Thema. Also auch hier auf den Kunden hören. Was auch ganz schwierig ist, ja, ich habe den ersten Kunden, vielversprechenden Kunden, der kriegt einen Sonderpreis. Auch blöd. Wenn es ein guter Kunde ist und er bindet sehr, sehr viele Ressourcen, dann habt ihr einfach keine vernünftigen Margen. Also auch hier wissen, was ist eure Leistung wert? Was habt ihr für einen Aufwand damit? Was soll am Ende überbleiben? Und dann einfach den Preis und dafür auch zu dem Preis stehen. Ja, keine unnötigen Rabatte. Familie und Freunde als Lead-User, auch ganz schlechtes Thema. Ja? Da traut sich keiner, ehrliches Feedback zu geben im Sinne von, Mensch, deine Idee ist Mist. Ne? Aus den und den Gründen. Also dann lieber Menschen fragen, wo man weiß, okay, die meinen es zwar nicht immer gut mit einem oder sie sind ehrlich, wie irgendwie Familien oder bekannte Verwandte fragen. Und häufig auch ein Fehler, Unternehmen haben mit ersten Kunden zu tun, mit denen man vielleicht auch einen guten Kontakt hat, aber das sind vielleicht im Sinne der Strategie oder des Produkts nicht die wirklich wichtigen Kunden, auf die ich mich konzentrieren sollte, als Multiplikator oder als Unternehmen, die auch bereit sind, den höheren Preis zu bezahlen. Also auch hier sehr, sehr früh und sehr schnell versuchen, Unternehmen zu finden, die mich strategisch voranbringen. Dann muss ich mir über die Strategie bewusst sein. Wo will ich eigentlich hin? Ja, das jetzt mal ganz grob zum Thema Lean Startup. Falls Fragen sind, schreibt mich einfach an per E-Mail oder per Twitter, was auch immer. Und dann jetzt, falls Fragen sind, einfach mal loslegen. Kannst du uns die Slides zur Verfügung stellen? Ja. Und vielleicht eine zweite Frage. Also, jetzt ist es ein Startup, das heißt, geht durch die Decke, ganz viele machen das weltweit. Alle haben diese kleinen Ressourcen. Und ist nicht so, dass das natürlich jetzt natürlich auch zu einem richtig hohen Wettbewerb führt? Allein wenn wir an den App-Marktplatz denken, iPhones, es gibt 2,5 Millionen iPhone-Apps, macht eine extrem hohe Nutzungskonkurrenz auf dem Smartphone-Bildschirm. 40 bis 60 Apps und die Leute wollen natürlich nicht für jede Sache eine neue App haben, sodass auch dieses Lean Startup, ja, das jeder kann und dann sich alle noch auf einem Marktplatz fallen und Kunden eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne haben, dass man sich fast jetzt im nächsten Step überlegen muss, kann ich irgendwas außerhalb dessen bringen, und meinetwegen auch wieder, wenn ich dann denke an Internet der Dinge, also wo ich Leute zum Beispiel eher was Physisches wieder zum Beispiel in die Hand gebe, um nicht diesem extrem harten Wettbewerb dieser Software-App-Ebene dort einfach zu versanden, trotz guten Produkt, trotz guten Lean Startup, mal App Store irgendwo auf Platz 264.000. Also Lean Startup ist ja im Grunde das Vehikel zu einem guten Produkt oder zu einer guten Dienstleistung. Ja. Thema Red Blue Ocean schaue ich mir natürlich an. Hat es jetzt Sinn, die 150. Timer-App irgendwie zu bauen? Ne? Oder das 35. Tower-Baller-Game? Also das muss ich mir sehr genau überlegen. Und das ist besetzt. Es war ein guter Zeitpunkt damals, als das Windows Phone rauskam, hattest du mal einen kurzen Zeit lang einen ähnlichen Effekt wie beim iPhone für App-Entwickler. Das heißt, man kann das kurz mal abschöpfen, vielleicht mit bestehenden Prozessen, bestehenden Produkten, bestehenden Ressourcen. Aber grundsätzlich schon so. Ich suche mir ein Feld aus, wo ich sage, okay, da ist entweder eine spannende Nische für mich oder da kann ich wirklich was deutlich besser machen. Und das Thema Smart City oder Smart Services ist ja gerade ganz, ganz spannend. Ich habe zwar auch wieder mit Software zu tun, aber ich habe ein Produkt, aus dem Produkt, das mache ich erstmal smart, dann versuche ich das irgendwie zu verbinden, dann habe ich ein smart connected Product und so habe ich eine Evolution, da kann ich schon gucken, wo sind Dienstleistungen drumherum, die es für mich spannend machen. Aber dann brauche ich im Grunde eine gute Kreativitätsphase, ich brauche ein gutes Team vielleicht auch, die sagen, Mensch, da können wir ansetzen, da können wir auch sehr, sehr schnell mal einen Prototypen bauen, da haben wir Einblicke auch in Trends, in Technologien. Da bin ich vielleicht auch früh dran und selbst wenn ich ein Produkt baue, das es schon gibt, die Art und Weise, wie ich es vermarkte, wie ich es platziere, mit all den Strategien, die es damals auch gab, ich mache es erstmal 3-4 Wochen Einführungsangebot sehr, sehr günstig, kommen die Download-Charts hoch, wie es im App Store war. Ich muss gucken, ob man Analogien natürlich auch irgendwo in ähnlichen Vermarktungskonzepten findet. Kann man im Grunde genauso fahren. Also steht und fällt letztendlich mit dem Marketing, mit dem Netzwerk, mit dem Produkt und wie
umtriebig bin ich natürlich auch als Gründer, ne? Mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung. Ich will jetzt nicht sagen, keiner braucht meine App zu machen, wenn die App gut ist und bestehende Apps irgendwo insofern obsolet macht, als dass das, was ich jetzt gebaut habe, wirklich einfach ist. Oder ich verbinde es mit einem smarten Produkt oder mit der Dienstleistung, hat das schon sehr viel mehr Sinn. Also ich würde mir jetzt einfach mal dieses ganze Thema Blockchain-Technologie, Smart Service, Smart Contracts, gerade im Umfeld Konsument, Unternehmen, würde ich mir einfach mal genauer anschauen, weil da ist, das ist so das neue Battlefield. Ne? Ja, weitere Fragen? Folie davor, da war der erste Punkt, finalisieren Sie Ihr Produkt nicht, bevor Sie es verkauft haben. Also Frage, wie final ist final und wann würden Sie sagen, wann ist ein Produkt verkaufswürdig? Also das ist eine gute Frage. Also, Minimal Viable Product heißt, ich habe ein einfaches Produkt, darf ruhig noch buggy sein, aber ein Kernfeature ist vielleicht schon irgendwo klar und ich kann es dem Kunden zeigen. In dem Moment kauft vielleicht schon der erste Kunde was oder er zahlt schon irgendwo eine Subscription dafür, weil er schon den Nutzen sieht. Dann ist das Produkt vielleicht in deinem Auge noch nicht perfekt ausentwickelt, weil du was ganz anderes siehst, aber du machst schon erste Umsätze. Und mit dem Kunden, und das muss ein strategisch wichtiger Kunde sein, entwickelst du das Produkt im Grunde einfach weiter. Kriegst das Feedback ein, baust noch Features vielleicht dazu, wo du sagst, Mensch, die haben Sinn. Das passt auch zu anderen Kunden. Insofern endet eigentlich, wird ein Produkt nie fertig. Also jetzt auch keine Designrechte anmelden, das am besten noch nicht. Also ja, Schutzrechte ist nochmal so ein Thema. Ne? Da, wo es Sinn hat, melde ich natürlich Schutzrechte an. Da muss man sich beraten lassen im Einzelnen nochmal. Eine Marke ist sehr schnell angemeldet, wenn es um Geschmacksmuster geht oder sonstige Schutzrechte, müsste man einfach gucken. Aber das heißt ja auch immer, kein NDA, Non-Disclosure Agreement, ist mehr wert als das Papier, auf dem es steht. Wenn mir jemand irgendwo was streitig machen will, dann findet er ein ähnliches Design, einen ähnlichen Markennamen. Also da ist man nie vor sicher. Das heißt, als Unternehmer oder als Gründer immer wieder auch sich nicht auf dem Erfolg ausruhen, auf dem Produkt, sondern was kann ich besser machen, besser machen, besser machen. Und das ist schlussendlich eigentlich auch das Credo von Jeff Bezos gewesen, der 1997 schon gesagt hat, Customer Experience, Price and Technology is the new marketing. Gerade das Kundenerlebnis. Amazon ist strikt auf Kundennutzen ausgerichtet. Die Händler werden an der kurzen Stange gehalten, die Marketplace-Teilnehmer. Aber alles, was Jeff Bezos macht, ist Kundennutzen, Kundennutzen, Kundennutzen. Jetzt haben sie zwar ihre Rückgabepolicy geändert, im Sinne von, ich kann jetzt, glaube ich, nach maximal 4 Wochen darf ich nur noch Produkte zurückschicken. Aber du kannst nach 6, 8, 3 Monaten kannst du immer noch was zurückschicken, kriegst dein Geld zurück. Und das hat Jeff Bezos gemacht. Er hat im Grunde unmittelbarer Kundennutzen. Er hat seine Kompetenzen auf den Markt immer wieder gebracht, seine Kernkompetenzen, seine Kernressourcen. Und das war im Grunde der Shop durch den Marketplace. Er hat die Logistik auf den Markt gebracht, durch Fulfillment bei Amazon. Er hat seine Webservices an den Markt gebracht, weil er einfach die Rechen- und Speicherkapazitäten auch im Überdruss hatte. Und so hat er immer wieder neue Geschäftsfelder erschlossen. Und er hat sich nie ausgeruht. Und das heißt, sagt er immer, es ist still day one, sagt er zu seinen Mitarbeitern. Und immer auf Effizienz und Prozesse gehen. Und das ist im Grunde das, was ihr auch tun solltet, weil dann ist, glaube ich, die Gefahr von einem Second Follower dann überboten zu werden. Das kann immer passieren, gerade wenn natürlich sehr, sehr viel Geld im Spiel ist. Aber wenn ihr das beherzigt, dann reduziert ihr das Risiko erstmal, vielleicht durch den Wettbewerber ausgestochen zu werden, sondern vielleicht werdet ihr eher gekauft. Ja. Also kann immer was passieren, aber einfach nicht ausruhen. Immer wieder Kunden anschauen, Lösungen im Blick haben, bauen, testen und so weiter und so weiter. Ja. Hier ist der Business Model Canvas. Kennt den schon jemand?